Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Fisherman, Freunde. Da sind wir und wir schieben das Video dazwischen, weil wir eigentlich ja noch quasi in der Grundausbildung sind bei The Fisherman. Die Videos kommen auch noch hinten dran dann, also in den nächsten Folgen dann quasi. Aber Halloween-Event ist gestartet und da habe ich gedacht, das schieben wir kurz dazwischen, auch wenn wir das mit Sicherheit nicht durchziehen können, weil wir ein entscheidendes Problem haben. Und zwar ist das, da das Spiel gerade rauskam und ich noch nicht so hoch bin im Level. Was von den Gewässerzugänglichkeit her kein Problem ist, weil man halt quasi den Gewässerzugang für die Zeit bekommt. Allerdings kann ich den Fisch mit meinem Tackle nicht fangen. Never ever, ne? Das heißt, ich könnte später für die anderen Missionen auf Fishing Planet umsteigen, weil das quasi genau dasselbe ist. Auch dieselben Spots und alles, da funktioniert alles genau ähnlich und da habe ich halt das Tackle dafür. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die Zeit finde, das halt in der Eventzeit zu machen. Denn für alle, die das noch nicht kennen, da sehen wir, das Halloween-Event ist gestartet. 14 Tage Zeit. Das gibt es immer mal wieder bei Fishing Planet, bei The Fisherman jetzt logischerweise dann auch. Ich glaube, es ist Thanksgiving gibt das, Unabhängigkeitstag USA gibt das, jetzt Halloween gibt das. Und da sind immer quasi Events verfügbar, die halt über einen bestimmten Zeitraum dann laufen in der Zeit und die man dann machen kann. Das Ganze startet damit, dass man Kürbis am Lone Star Lake finden soll. Können wir gleich eben angucken, wo der steht. Man bekommt tatsächlich auch schon Tackle, was man eigentlich im DLC mal bekommen hat fürs Halloween-Event. Allerdings sind das eher so dann hier Köder natürlich. Dieser Clownhaken hier gibt es für Halloween-Event. Und ja, leider die Routen nicht. Die Routen gibt es allerdings tatsächlich zu kaufen. Bringt mir nur leider nichts, weil ist vom Level her zu hoch, ne? Ich weiß gar nicht, wer hier, die ist gerade hier, auf jeden Fall einen davon, die Purple Bat hier zum Beispiel. Das ist eine von den Halloween-Routen, die kosten dann hier halt Baitcoins, die man sich hier dann gönnen kann. Ich glaube, die sind hier gar nicht dabei, ne? Das sind hier ganz normale Turnierpacks tatsächlich, hier sind die, guck mal, ich könnte mir die kaufen zur Not. Ich weiß nicht, was da drin ist. Was ist da drin? Für eine Route? Trophy Catch Pack. Ist aber auch eher Spinning, wa? Ist, glaube ich, auch eher Spinning. Das sind nämlich die beiden DLCs, die rauskamen für die Vorbesteller. Die kann man jetzt kaufen. Das sind die einzigen beiden DLCs, die man kaufen kann. Und deshalb kann man die hier auch holen. Aber die bringen mir leider gar nichts, weil das alles, glaube ich, Spinning ist. Da müsste ich mal gucken, was da im Einzelnen tatsächlich mit drin ist. Da ist wieder eine Cast-Route. Ich weiß nicht, ob was das andere ist. Müssen wir einfach kaufen, ne? War der Predator Boat Pack. Ja, Predator sagt ja schon, dass das Predator Pack ist, ne? Eine Loki und eine Spin-Commander. Casting und Spinning. Okay, das bringt mir nichts. War das in dem anderen DLC drin? Namentlich hier drin, aber werden auch beide Spinning sein. Trophy Catch Pack. Wobei Trophy Catch Pack vielleicht, warte mal. Casting Spinning. Warum gibt es denn nur Spinning? Okay, schade. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht eine Grundroute da irgendwie bekommen, schnell, damit wir da doch in der Version spielen können. Aber können wir nicht. Bringen wir so nichts hier. Das hier können wir natürlich für 2000 Baitcoins klauen. Die habe ich mal eben zusammengespielt in der Zeit. Ich glaube, das Problem werden halt viele haben, die jetzt das Spiel quasi angefangen haben, weil es halt jetzt so zeitnah nach Release schon das erste Event gibt. Wobei viele wahrscheinlich auch mehr Zeit da rein investiert haben als ich bis jetzt. Aber ja. Das hat auf jeden Fall ein Problem, macht aber nichts, denn wir werden zumindest den Einstieg machen ins Event. Das können wir auf jeden Fall machen mit dem Tackle, den wir auch haben. Dauert zwar der Drill ein bisschen, aber kriegen wir hin. Denn es startet damit, dass man, wie gesagt, an den Lone Star Lake reisen soll, wo ich eben hinreisen kann, weil es eh nichts kostet. Und da soll man den Kürbis suchen. Denn bei den Events ist es immer so, dass man quasi die Kürbisse sammeln kann. Jeden Tag, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Da kriegt man halt irgendwelche Sachen für. Böder oder was weiß ich, halt irgendwelche speziellen Halloween-Sachen, die man halt braucht. Am besten ihr startet direkt an der Location da links am Rand, die ich gerade ausgewählt habe. Und dann startet ihr nämlich direkt am... Ach, guck mal, da ist auch noch ein Kürbis. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber da vorne wäre zum Beispiel auch einer. Da, wo jetzt die Routenspitze ist, dieses orange Ding. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Aber da hinten, da leuchtet einer. Und die Leuchten, die kann man natürlich dann immer quasi zu Halloween... Oder solange die leuchten, kann man die dann quasi... benutzen und kriegt dafür dann halt gewisse Goodies.
Und das können wir eben machen hier an dem. Dann sehen wir das auch. Hier sehen wir zum Beispiel Fledermausflügel haben wir bekommen. Ich glaube, die braucht man dann eher später für den Trank. Ich habe schon einen Kiefer bekommen und sowas. Das wird man eher für den Trank dann tatsächlich brauchen. Denn die eigentliche Mission ist es, den Frankenfisch zu fangen. Das ist die grundsätzliche Grundmission. Dafür kriegt man dann als Belohnung so ein Kajak und muss das nicht mal mieten. Dann kann man hier quasi... ich bin ganz egal, dass man einen Kajak direkt bekommt. Ich weiß gar nicht, was die im Shop kosten. Ich weiß gar nicht, ob die für Bacon sind oder für Silber. Aber hier sehen wir die Ziele dafür. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hexenpuff vom Crunchkin Lake. Wir brauchen... Da müssen wir den Trank quasi kochen mit dem Rezept, das da drin steht. Ich denke mal, dafür wird man auch die Fledermaus-Dings und so brauchen. Dann müssen wir mit dem glatten Crank, wo man den herbekommt, wird sich auch noch zeigen, wahrscheinlich auch von den Dingern, und dann sollen wir damit den Frankenfisch fangen. Das also die eigentliche Grundaufgabe der Halloween-Mission. Und um das Buch zu bekommen, haben wir hier schon die nächste Aufgabe, hol dir das Buch. Nämlich, da sehen wir das Hexenrezeptbuch als Belohnung. Hier kriegen wir noch hier so eine Tacklebox am Start. Und hier sehen wir, was wir dafür machen müssen, nämlich zum Crunchkin Lake fahren und dafür Havelse fangen, und das nach Mitternacht. Und ja, das würde ich sagen, machen wir einfach mal. Denn da können wir hin. Wie gesagt, auch wenn man vom Level her noch nicht so hoch ist, bin jetzt eigentlich Level 12. Ich glaube, Crunchkin ist aber Level 24 oder 26 oder so. Schon noch relativ hoch. Aber ich habe noch hier Startergeber. Wir haben hier durch das Halloween-Event halt die 7-Tages-Lizenz quasi bekommen. Für die Gewässer nicht, ne? Nur für die tatsächlich relevanten Gewässer. Da scheint es aber noch eine ganz schöne Kette zu geben an Missionen. Also wir werden safe nicht das komplette Halloween-Dings machen. Dafür fehlt mir, glaube ich, die Zeit, um das hinzubekommen. Aber es gibt auf jeden Fall YouTube-Videos von Fishing Planet, von der Fishing Planet-Version. Ich weiß, dass Frankie, glaube ich, hat auch nicht die ganze Mission durchgezogen, ne? Ich habe die bei Fishing Planet auf jeden Fall auch nicht ganz durchgezogen, muss ich sagen, damals. Deshalb gibt es, glaube ich, auch nur davon den Start, aber den kriegen wir hier auch hin. Ja. Ich bräuchte halt hier mehr Zeit zum Leveln, ne? Mir fehlt nicht die Zeit an sich halt, um die Videos zu machen, sondern halt einfach die Leveling-Zeit, die ich hier machen müsste, um halt überhaupt den Fisch am Ende rauszubekommen oder auch die Fische, die auf den Weg kommen, die fangen zu können und das ganze Tackle und so zusammen zu farmen. Das ist halt ein bisschen zu nah nach Release dran. Wir werden mit Sicherheit in die anderen Events reingucken, wenn die dann irgendwann rauskommen sollten. Aber das Event können wir jetzt leider nur den Start uns ansehen. Ich weiß nicht, ob das bei Fishing... Ich könnte natürlich, wie gesagt, bei Fishing Planet dann reingehen, weil da habe ich das Tackle. Ist, wie gesagt, dieselbe Mission. Mal gucken, ob ich es da dann quasi... Aber könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob ich versuchen soll, das bei Fishing Planet dann durchzuziehen. Weil es eigentlich dasselbe ist. Es gibt mir halt den Vorteil, ich muss halt nicht fahren, weil ich habe da das Tackle. Und also die Mission könnt ihr quasi 1:1 so anwenden, wie auch hier... überall, deshalb ist das nicht so das Problem. So, hier sehen wir schon, hier sind auch so ein paar Kürbisse verstellt oder aufgestellt. Crunchkin Lake sind wir am Start. Und jetzt, das Neue ist natürlich, dass wir die jetzt hier mit Grundangel auch fangen können. Das heißt, wir können natürlich hier unseren Boost ein bisschen erhöhen, indem wir sagen, okay, geil, ich muss hier mit drei Ködern Welse fangen. Das heißt, wir hauen einfach auf die Grundroute. Ich habe mir da schon so eine Boje markiert, wo die Welse beißen, weil ich weiß das ja zum Glück. Dann können wir einfach hier warten und sagen, geil, ich hau die Route einfach hier auf den Rodport und in der Zeit eigentlich halt auch mit der Pose parallel nebenbei. Das heißt, ich bin übrigens auf 1,27 Meter, glaube ich. Wenn mich alles täuscht, falls das irgendwer wissen will. Achso, ich bin gerade im Wurf, ne? Ja, 1,27 Meter, aber ist auch, geht auch mit 1,25 Meter oder so. Halt nur nicht zu tief, weil sonst, ich müsste vielleicht auf Nacht noch stellen, ne? Weil ich weiß ja nicht, man muss einmal auf Mitternacht stellen. Müssen wir mal da gucken, ob jetzt hier auch was beißt. Ich muss mal gleich gucken, ob die Beißzeit gerade überhaupt ist. Weil sonst können wir auf jeden Fall auf die Beißzeit umstellen. Und dann können wir schauen, ob das hier soweit funzt. Und dann gucken wir, ob wir hier ein paar dran bekommen. Gucken wir gerade die Beißzeit, bevor wir jetzt hier unendlich lange warten und dann nichts passiert. Schon mal eben auf die Beißzeit, dann gehen wir auch mal eben in den Warte. Wobei Beißzeit fängt jetzt gerade an, ne? Die fängt jetzt gerade an. Wir können mal auf 21 Uhr stellen, weil da ist abends. Weil mir schon tagsüber lieber, ehrlich gesagt.
Wäre mir ehrlich gesagt fast lieber. Oh, ich muss noch hier die Route vom Ständer nehmen. Okay. Machen wir natürlich. Dann haben wir das nämlich auch eben erledigt. Dann gucken wir mal, ob der Regen vielleicht dann aufhört. In der... Die Hänger da, ne? Die reiße ich mir da reihenweise ab, weil der da immer irgendwie hängen bleibt. Und ich den nicht rauskriege. Irgendwie sehr merkwürdig. Man hat die normalerweise immer easy losbekommen. Aber mit der dünnen Schnur hier kannst du quasi nur abreißen. Hatte ich gerade auch schon so ein bisschen. So. Macht aber nichts. Ich gehe mal gerade in den privaten Chat rein. Dann kommt dann nicht dauernd die ganze Chatmeldung hinter mir. Dann sieht das nicht so unclean aus im Video. Und dann schauen wir, dass wir die Route erstmal wieder ausrüsten. Habe ich ein stärkeres Vorfach irgendwo? Lass mal gucken, ob wir hier Vorfächer kaufen können. Können wir natürlich nicht. Hervorragend. Hervorragend. Natürlich 1,2 Kilo oder was? Ah, das ist natürlich super. Ich habe bestimmt wieder welche ins Dings gepackt, oder? So, das ist natürlich... Warte mal, brauche ich auch ein Vorfach? Kann ich den einfach weglassen? Ich will gar keins haben, ehrlich gesagt. Brauchen wir gar nicht den Quatsch. Vielleicht brauchen wir doch eins. Könnte sein, ich weiß es nicht. Ja, wir brauchen eins. Scheiße, ey. Habe ich echt nur das 01 oder was? Oh, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann es euch einfach zurückreisen, weil das hier sau teuer ist. Deshalb werden wir jetzt mit dem arbeiten müssen, was wir da haben. So. Hey, ich habe doch gerade auf privat gestellt. Hör doch auf. Neuer privater Chatraum. Hallo. Spiel. Würdest du bitte in den neuen privaten Chatraum reingehen? Hat das jetzt gemacht? Ich glaube. Müssen wir nur wieder zurückwechseln. Auf den anderen Spot. So, Karte, zack. Denn da wollen wir hin. Ich spule mal gerade vor. So ein Stündchen. Ja, guck mal, jetzt haben wir ja auch schon wieder alles hell. Kann man hier auch unseren Routenhalter wieder hinstellen. Und dann gucken wir mal, ob wir es hier am Tag auch welche fangen. Weil Beißzeit ist ja gerade, deshalb spielt das eigentlich nicht so die Rolle. Für die Mission ist ja halt die Frage, ob sie dann zählen, aber das sollte eigentlich passen. Man muss, wie gesagt, am Anfang einmal auf 0 Uhr stellen, falls sich wundert, dass eure Dinger nicht zählen. Ist ja nicht auf Grund angekommen, der Köder. Ah, jetzt ist er auf Grund angekommen. Sah irgendwie gerade merkwürdig aus. Aber die stellen wir mal eben ab. Und werfen auch die Route hier mal eben ins Wässerchen. Und dann schauen wir, ob die ersten Wälse hier rankommen. Oder ob wir einfach gleich tatsächlich... Ah, der erste ist schon da, ne? Der erste Fisch. Das ist natürlich jetzt das Blöde, dass man halt die Route nicht abstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob man die auf das Rodpot stellen könnte, wenn man jetzt quasi einen Zweier-Routenständer hätte. So muss ich die halt immer reinholen, wenn auf der Grundroute was anbeißt. Das macht es dann ein bisschen schwierig. Ist auch noch ein Crappy, glaube ich. Das ist also kein Wels, wenn dann ein ganz kleiner. Könnte aber auch ein Crappy sein, weil man fängt natürlich auch ein bisschen Beifang auf den Ködern. Ja, tatsächlich. Oh, sogar ein gefräßiger Sonnenbarsch. Was ist das denn? Ach, so eine neue Fischart. Die kenne ich noch nicht. Gefräßiger Sonnenbarsch. Oder ist das ein Halloween-Event-Fisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieses Gefräßige kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Könnte echt ein Halloween-Event-Fisch sein. Mein Köder ist alle. Hau doch ab. Der kann doch nicht alle sein. Lol, ich hatte davon doch 55. Was? Warum ist denn mein Köder alle? Ja gut, da muss ich mal gucken, wie wir uns hier auch nicht kaufen können, ne? Ne, okay, dann machen wir halt erstmal das andere Zeug, dann muss ich das andere gleich nochmal nachholen. Dann gehen wir auf saures Brot. Ich gehe mal auf die Nacht tatsächlich, weil ich fange hier sonst die ganzen gefräßigen Viecher, glaube ich. So, 21 Uhr gilt hier ab Nachtzeit. Das heißt, da versuchen wir unser Glück nochmal. Aber ich hatte da safe 55 Köder von. Ich habe ja von jedem 50 bekommen. Und ich hatte nochmal im ersten Kürbis hatte ich quasi den Köder bekommen. Deshalb hatte ich halt da 5 mehr.
Aber ja, okay. Vielleicht sind sie im Haus drin oder so, die anderen 50. Vielleicht muss ich die einpacken. Aber normalerweise nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob wir hier ein paar Wälse fangen. Die ersten zumindest. Und dann macht sich die Mission ja quasi von alleine, ne? Da bimmelt schon auf der Pose zumindest. Mehr Licht gibt es leider nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß, auch fürs Video. Aber ich habe halt diese Kopflampe nicht. Deshalb müssen wir da drauf verzichten. Ja, wir gucken mal, ob auf den Käse hier direkt der Erste anbeißen will. Scheint aber wieder weg zu sein, ne? Ah, da ist der Nächste. Ich habe extra das Pling eingestellt, damit ich da noch nicht vercheck. Gucken, ob er diesmal abzieht. Oder ob er auch keinen Bock hat. Ne, hat auch keinen Bock, ne? Hat auch keinen Bock, der Kleine. Dann warten wir halt auf den Nächsten. Hier sind auf jeden Fall auch ein paar größere Wälse drin. Das ist halt ein bisschen gefährlich, aber die sollten hoffentlich nicht anbeißen. Wir brauchen einfach die getüpfelten Gabelwälse. Das sind einfach die kleinen, die es hier gibt im Quenchkin Lake. Die gibt es auch in der jungen Form zum Beispiel. Die kriegt man dann mit dem Tackle halt raus, ne? Wenn halt wirklich ein großer anbeißt, ja gut, da hat man halt Pech, weil auch diese Flachkopfwälse halt hier drin sind. Die man dann halt eben nicht haben will. Jetzt kommt erstmal der erste Biss auf die Pose. Oh, jetzt habe ich da wieder einen Hänger, ne? Immer da vorne. Ist auch ein bisschen stark eingestellt gewesen, die Bremse. Oh, und der ist gar nicht dran. Na gut, der ist gar nicht dran. Damit hat sich das auch erledigt. Hauptsache, wir hängen da nicht wieder fest. Ich muss vielleicht die Pose weiter nach links werfen. Ein bisschen neben das. Neben die Seerosen da, neben das. Algenzeug, weil mit dem kleinen Tackle kriegst du die Hänger nicht wieder gelöst. Das ist ein bisschen problematisch. Aber das macht nichts. So. Wie sinkt der nicht, ne? Das ist noch gar nicht. Ich stelle die jetzt einfach dahin. So, dann müssen wir hier eben die Route wieder ausrüsten. Neuer Haken. Wir gehen fast die Haken bald aus, wenn das so weitergeht hier. So. Haben wir auch. Und dann werfen wir die einfach ein bisschen weiter nach links rüber. Das sollte jetzt nicht so viel ausmachen. Aber ich umgehe vielleicht den Hänger ein bisschen. Wenn ich muss ich mich noch weiter nach links rüberstellen und dann halt schräg anwerfen. Das ist nicht mal durch die. Das ist immer diese, vorne diese Ecke da. Und da ist eins so eine Ecke und da scheint er immer festzuhängen. Die müssen wir halt ein bisschen umgehen. Ich weiß, dass man die auch in der Seemitte irgendwo fangen kann. Zur Not. Also man muss jetzt hier nicht unbedingt mitten in das Kraut reinwerfen. Das geht auch durchaus woanders. Aber wir machen das einfach mal. So. Oh, jetzt kam er gerade, ne? Jetzt kam er gerade. Ich wollte jetzt hier den... Ich muss hier sowieso die Bremse noch runterstellen. Fällt mir gerade ein. So, ich hoffe, diesmal sind wir schnell genug hier bei der anderen Route. Aber noch bimmelt's, ne? Und da haben wir den ersten Fisch hier, beziehungsweise den nächsten Fisch. Gerade ja den einen. Da haben wir die Bremse auch noch ein bisschen hoch eingestellt gehabt. Das sollten wir natürlich auch nicht machen. Denn sonst wäre sie fast wieder durch gewesen. Das wollen wir nicht. So, aber der geht in der Bremse. Das heißt, das sieht auf jeden Fall schon mal eher so nach Wels aus, den wir da haben. Und den können wir dann natürlich direkt hier verwerten und haben dann den ersten Wels quasi auf das saure Brot hier gefangen. Das wäre doch schon mal ganz gut. So sieht's aus. Da ist er nämlich. Den hacken wir mal eben ein hier. So. Und damit haben wir auch den ersten Zielfisch. Junge Kartoffel, Gabelwälse sehen wir schon. Aber auch die werden schon ein Kilo natürlich. Und wenn man dann halt hier das Anfänger-Tackle noch hat, dann wird's halt auch schon teilweise ein bisschen eng. Aber ja, ich habe gerade schon normalen gefangen, also normal großen. Kriegt man auch raus. Ist halt nur manchmal dann ein bisschen schwieriger. So. Machen wir die Posenroute auch wieder daneben so ein bisschen. Und dann gucken wir, wo der nächste anmeißt. Aber mit allen drei Ködern auf jeden Fall auf der Stelle hier gefangen. Also, ne, man muss. Ist das einfach so eine Geduldssache, das Ding hier, ne? Dabei schon wieder der nächste. Ich brauche
brauche die Dings gar nicht auswerfen hier, die Pose. Die ist aufgrund immer so schnell schon am Beißen. Aber wenn ich sie nicht auswerfe, dann beißen aufgrund auch nicht, ne? Aber es ist natürlich, wenn man halt zwei Grund oder drei Grund sogar hätte. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man die Pose abstellen kann aufs Rodpod. Das wäre auch noch interessant. Das müsste man halt testen, wenn man halt so einen Mehrfach-Rodpod hätte. Aber das habe ich gerade nicht. So. Dann gehen wir mal hier ran an den Speck. Und dann gucken wir, dass wir den Wels hier fangen. Aber das ist halt im Prinzip die ganze erste Mission, die man machen muss. Nämlich einfach ein paar Wälse fangen. Das werden wir jetzt im Video sowieso nicht mehr fertig kriegen. Deshalb, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, oder wenn ihr noch ein paar von den anderen Missionen sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das halt bei Fishing Planet. Oder versucht das da halt zu machen, zumindest soweit ich jetzt schaffe. Ich weiß auch nicht, ob ich dann dadurch kommen werde, weil es schon eine zeitintensive Questline ist mit den ganzen Fischen, die man da fangen muss. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, zumindest noch ein paar weitere Missionen zu sehen, dann schreibt es unten rein und dann gucke ich, dass ich das quasi auf nach da verlager. Wie gesagt, ist halt das genau dasselbe 1:1, genau dieselben Spot, alles genau dasselbe. Ich wollte nur hier starten, weil halt hier das mit den DLCs anders ist, ne? Da gibt es halt so ein Halloween-DLC und hier halt bekommst du so ein paar Sachen ins Inventar, auch von den Ködern, die Kürbisse kurz zeigen und so weiter und so fort. Glaubt, der Einstieg in die Halloween-Quest sollte damit soweit klar sein. Ich werde jetzt hier noch die Wälse weiterfangen. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr den Rest auch noch sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend für die erste Halloween-Mission. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben, ich bin da, freuen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.